Herzlich willkommen zu Rechnerknäuel spielt Minecraft. Diesmal geht es in diese Grotte da hinten und wir schauen uns mal um, was es da gibt. Ich bin da noch nicht gewesen. Das heißt, ich weiß wirklich nicht, was sich da befindet, ob sich da eine Höhle befindet oder ob das einfach nur eine Grotte ist und verhältnismäßig unspektakulär. Naja, wir werden sehen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, befinden wir uns hier vor einem neuen Gebäude, das es letztes Mal noch nicht zu sehen gab. Das möchte ich euch mal kurz vorstellen. Also ich habe hier den Weg weitergebaut und meinen Plan in die Tat umgesetzt und im See quasi ein Haus auf Pfählen errichtet. Diese provisorische Brücke hier angelegt. Das wird natürlich noch anständig gemacht hier und die Erde verschwindet hier. Da habe ich angefangen, links und rechts der Brücke Schilf zu pflanzen und eben dieses Häuschen hier zu errichten. Relativ übersichtlich. Hoppla, ein Loch in der Welt. Relativ übersichtlich. Ist quasi nur eine kleine Basis eben, um die Grotte zu erkunden, beziehungsweise es sieht halt einfach ganz hübsch aus, hier auf dem See ein Häuschen zu haben. Jetzt springe ich hier mal ins Wasser. Wie man hier sieht, habe ich die Pfähle tatsächlich bis auf den Grund runtergebaut. Ja, man sieht schön bis auf den Grund. Natürlich noch nicht alle. Die weiter hinten gelegenen Pfähle, die muss ich quasi noch anständig bis auf den Grund setzen. Jetzt gehen wir auch gleich mal rein, weil drin habe ich alle Gegenstände, die ich jetzt mitnehmen möchte auf unsere kleine Höhlenexpedition. Hat zwei Räume mit ein bisschen hier Teppich. Das ist quasi das Schlafzimmer und hier in der Kiste habe ich alles, was ich mitnehmen wollte. Und auch noch Sachen, die hier eigentlich nicht hingehören, wie diesen Knochen. Den lege ich einfach mal hier rein. Okay, also was ich habe, ist eine Ersatzlederrüstung, weil meine schon ein bisschen angeschlagen ist. Die nehme ich aber erstmal nicht mit, weil mir das zu viel Platz im Inventar verbraucht. Dann habe ich hier jede Menge zu essen, um eben meine Lebensenergie aufzufüllen, dann einen Eimer, man weiß ja nie, Wolle und Holz, um notfalls quasi ein Bett zu errichten und ein bisschen Dreck, man weiß ja nie, wofür man das irgendwie brauchen kann. Dann wichtig sind natürlich Spitzhacken. Die Eisenspitzhacke nehme ich nur für besondere Sachen. Das sind hier die ich brauchen werde. Eine Axt werde ich in einer Höhle nicht gebrauchen können. Ist allerdings praktisch, wenn man schnell irgendwas abreißen möchte, wie irgendwie eine Werkbank, die man sich aufgestellt hat oder so. Deswegen kommt die trotzdem mit. So, da habe ich auch meine Werkzeuge und Ersatzwerkzeuge. Wunderbar. Dann habe ich hier noch etwas Honig aus meinem kleinen Häuschen, wo ich die Bienenzucht angelegt habe. Und mit Honig kann man ihr Fleisch veredeln, sozusagen. Genau. Und das bringt dann eben mehr Lebensenergie. Das mache ich jetzt mal für alles Fleisch, was ich hier so im Gepäck habe. Klar. Dann, was brauchen wir noch? Wie ihr schon seht, habe ich hier alle Materialien, um Pfeile zu bauen. Und Stöcke braucht man natürlich auch für Fackeln. Hier habe ich schon ein paar fertige Pfeile. Und ich brauche natürlich auch einen Bogen, um die Pfeile zu verschießen.
und das Stück Eisen. Ah ja, ich musste kurz nachdenken, wozu ich das Stück Eisen dahin gelegt habe, aber das sehen wir gleich. Okay, los geht's. Dann machen wir uns zuerst mal den Bogen. Für den Bogen brauchen wir 3 Stöcke. So. Und für die Sehne quasi 3 Seide. Ach, der Bogen sieht mit dem Texturenpaket aus wie eine Armbrust. Auch nicht schlecht. Okay, das lege ich dann mal hier hin. Ja, ich mache einfach mal ein weniger von dem Fleisch rein, dass ich hier diese Spitzhacke noch dazu tun kann. Dann brauchen wir natürlich Munition für unsere Armbrust. Ja, wie viel nehmen wir dann mal? Also ich möchte nicht alle Stöcke verbrauchen. Munition kann man nie genug haben, die kann man relativ schnell verschießen. Ja, aber das. Jetzt haben wir eh keine Federn mehr, das ist also das Maximum, was wir machen können. Das ist eigentlich ganz okay. Die lasse ich dann aber, glaube ich, hier. Den Feuerstein und hier. Den schleppe ich jetzt nicht mit mir rum. Okay. Und das letzte. Das ist hier einmal Eisen und zweimal Seide. Da kommt ein Seil raus. Das ist auch eine Modifikation. Das gibt es nicht so normal im Spiel. Und mal schauen, ob uns das irgendwie nützlich sein wird unter Tage. Okay, dann alles Wichtige im Gepäck. Dann lege ich hier noch die überschüssige Seide in die Kiste. Tür zu. Tür auf. Mal kurz schauen. Wo ist die Sonne? Ach, die Sonne geht gleich unter. Ja, gut. Dann warten wir den nächsten Morgen ab, bevor wir aufbrechen. Und genießen noch einen Augenblick den malerischen Sonnenuntergang. Sehr schön. So, frisch ausgeschlafen geht es jetzt in die Grotte. Schauen, dass uns auf dem Weg dorthin nicht schon irgendwelche Monster begegnen. Ich glaube, ich bin rechtzeitig ins Bett gegangen. Ungeschickt von der Brücke gefallen. Da erwartet uns schon wieder ein Bienenkorb. Bienenstock. Da ist noch ein Huhn. Das Federn gibt. Ah, wunderbar. Meine Federvorräte aufstocken, weil ich ja jetzt alles für die Pfeile verbraucht habe. So, aber bevor jetzt jemand schreit, geh doch endlich in die Grotte. Werde ich das auch mal machen. Habe ich überhaupt meine Rüstung an? Jawohl. Aha. Wo ist denn die Biene hingefallen? Da runter. Okay. Dann schauen wir doch mal. Okay. Auf in die Grotte. Ziemlich abenteuerlich hier hoch zu klettern. Ja, wie erwartet, ist es wirklich nur eine Grotte.
Ich könnte mal probeweise versuchen, hier mal zu graben, ob das irgendwo hinführt. Aber ich bezweifle das. War jetzt doch deutlich unspektakulärer, als ich mir das erhofft hatte. Na gut. Es gibt natürlich immer einen Plan B. Und da mache ich mich jetzt einfach mal auf. Das ist tatsächlich eine riesige Grotte. Und nicht offensichtlich irgendwo ein Höhleneingang. Gut, dann Plan B. Während ich nämlich meine Mine erweitert habe, bin ich auf einen Höhleneingang gestoßen. Dann schauen wir uns doch mal den an. Da hinten liegt auch noch irgendwo ein Höhleneingang, wenn ich mich recht erinnere. Und hinter dem Turm auch. Ich glaube, ich schaue mir den an, der hinter dem Turm, nicht unbedingt in der Mine. Hör ich doch mal, ist die Höhle da hinten zutage fördert. Jetzt sind wir schon top ausgerüstet, mehr oder weniger. Wie gesagt, meine Rüstung ist ein bisschen lediert und finden doch einfach keine Höhle. Da hinten ist ein dunkles Loch. Da habe ich sogar auch schon ein Monster drin gesehen bei einem meiner Ausflüge in die nähere Umgebung. Ich läuft da jetzt gerade nicht drin rum. Was? Hier irgendwie durchbuddeln. Höre ich keine verdächtigen Geräusche. Jetzt mal Licht hier. Also auch das ist eher unspektakulär. Gut. Dann geht's wohl doch besser in die Mine. Da weiß ich nämlich definitiv, dass es da einen Höhleneingang gibt. Die Frage, wie groß die Höhle ist, die ich da dann finde. Ja, die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Schade, dass wir nichts Aufregenderes machen konnten. Aber dafür wird es in der nächsten Episode definitiv Höhlen-Action geben. Ist nur die Frage, wie lang. Huch, in den Graben gefallen. Fix hier runter und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.